Hallo und herzlich willkommen, lieber Löwe, hier zum Reading für deinen November. Ich bin Sirut Sabine und ich freue mich, mit dir jetzt hier in die November-Energie zu schauen. Und ganz ehrlich, der Oktober, das war schon herausfordernd. Ich glaube aber, dass der November hier noch ein bisschen was mehr auf dem Tablett hat für uns, wo wir hinschauen dürfen. Schau dir auch gerne in diesem Kontext die Videos zu deinem Aszendent, Mond, Venus-Zeichen an. Also all diese Videos sind sehr, sehr kraftvoll, sind sehr in die Tiefe und wir dürfen da in allen Aspekten hinschauen. Ja, lieber Löwe, ich habe hier das Golden Black Cat Tarot mitgebracht. Vielleicht hast du es schon in dem einen oder anderen Video gesehen. Ich freue mich da jetzt riesig drauf. Und ich möchte auch mit dir hier in 5 Tarotkarten schauen, mit einem Energieimpuls, wie sich dieser November für dich gestaltet, woher du kommst, was du stärken darfst und was auch so die Hauptenergie ist für dich in diesem Monat. Ja, der Neumond mit der Sonnenfinsternis war echt krass und die Energien wirken weiter und wir schauen jetzt mal. Dazu noch eine kurze Anmerkung, es wird eine Fortsetzung geben zu diesem Video. Den Link dazu findest du auch unten in der Infobox. Klick da einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet und ja, du kannst auch auf alle Fortsetzungen zugreifen und zwar im Abo hier auf dem Kanal. Das gibt es. Lies dich da ein, lies dir das durch und du würdest meine Arbeit damit auch ja, kraftvoll unterstützen. So, jetzt lieber Löwe, einmal durchatmen, hier ankommen und wir schauen mal, welche Energie dich hier im November begleitet, welcher Aspekt sich hier zeigt, welches Thema vielleicht auch. Eine Karte bitte für Löwe, eine für November. Eine, die packen wir hier wieder rein, die eine, die auf dem Tisch liegt, die nehmen wir. Gucken wir mal, es war jetzt hier ordentlich Schwung in dem Stapel. Oh, eine große Symphonie. Ja, also hier echt großes Theater, große kraftvolle Klänge. Vielleicht auch spannend, dass die unterschiedlichen Aspekte in dir jetzt zusammenspielen und eine große Symphonie daraus entsteht. Zusammenspiel kommt hier ganz, ganz stark rein. Wobei ich auch eher das Gefühl habe, dass es um das Zusammenspiel in dir geht, also unterschiedlicher Aspekte. Vielleicht auch das Zusammenspiel zwischen Kopf und Herz. Das Zusammenspiel zwischen dir und deiner Seele. Also, ich habe so das Gefühl, echt großes Kino, lieber Löwe. Wir gucken uns das mal an. So, die erste Karte, die ich hier jetzt haben möchte, ist die Energie, aus der du kommst. Ja, lieber Löwe, wir bringen alle ein Stück weit was mit hier in den November, vielleicht direkt nur aus dem Oktober, vielleicht etwas, was schon länger zurückliegt. Wir schauen uns das jetzt an. Daher kommst du, lieber Löwe. Eine Botschaft hätte ich gerne hier für meine Löwen. Yes, der Page der Schwerter. Klare Entscheidungen, etwas gelernt haben, etwas verinnerlicht haben, kommt rein. Super, und auch wirklich
mal das, was du gelernt hast, auszuprobieren, dich auszuprobieren. Der steht auch hier so ein bisschen mit seinem Schwert wie so ein Dirigent am Pult und klopf, klopf. Und jetzt machen wir hier ordentlich Musik. Ich glaube, dass dir das ein oder andere in der Vergangenheit klar geworden ist. Der Negativaspekt wäre, und den möchte ich gerne auch ansprechen, weil der hier ein Stück mit reinkommt, dass du nicht ins Predigen gefällst. Also das, was du für dich hier eröffnet hast oder gelernt hast oder verinnerlicht hast, schau bitte, dass du da nicht ins Predigen verfällst. Es ist deine innere Weisheit, es ist deine innere große Symphonie. Und allein dadurch, dass diese Musik aus dir heraus erklingt, allein dadurch kannst du schon andere inspirieren. Du musst sie nicht hier motivieren. Also der Page der Schwerter hat schon so manchmal gerne diesen Aspekt von ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und die dürfen jetzt alle annehmen. Also da darfst du nochmal hinschauen. Wie gesagt, das ist hier fast so diese Negativenergie, die hier reinkommt. Bedenke, es ist eine kollektive Legung, das muss jetzt nicht auf dich zutreffen. Es kann genauso gut sein, dass dieser erste Aspekt auf dich zutrifft, dass du gelernt hast, okay, da und da und da und jetzt setze ich das um. Jetzt probiere ich da mal Neues aus. So, das, was du loslassen darfst, lieber Löwe. Was darfst du loslassen, lieber Löwe? Eine Karte bitte. Was darf Löwe loslassen? Na? Der Narr. Einzelkämpfer zu sein. Blauäugig in die Welt zu gehen. Und ich glaube, das passt auch ziemlich gut. Das ist beides, fühlt sich das wie eine sehr junge Energie an, sehr vielleicht auch unerfahren. Und da darfst du nochmal hinspüren mit dem Narr. Vielleicht, das ist spannend, vielleicht hast du das Gefühl, hier wirklich alles Alte zurückzulassen, um neue Wege zu gehen. Aber bitte bedenke, dass nicht alles, was du zurücklässt, schlecht ist. Also für diese große Symphonie, die da in dir jetzt erklingen möchte, brauchst du diese Anteile. Und mit dem Narr als Energie, die du loslassen darfst, nehme ich das hier gerade so wahr, als wenn du wirklich dieses Blauäugige in die Welt ziehen loslassen darfst. Ist sehr spannend. Was du stärken darfst, die hat sich hier schon umgeklappt. Das ist der Gehängte. Du darfst dir dein Leben, deine Situation mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Vielleicht geht es hier auch darum, mal stehen zu bleiben. Weil das sind beides sehr aktive Karten. Wie gesagt, sehr Ich gehe jetzt neue Wege und ich probiere das jetzt aus und das funktioniert jetzt. Ich lasse jetzt alles Alte zurück. Und der Gehängte sagt, schau dir das ganze Bild aus einer anderen Perspektive an. Vielleicht geht es wirklich darum, mal still zu werden, bei dir anzukommen, denn nur in dieser Stille in dir kann sich dieser Klang, diese Symphonie ausdehnen, lauter werden, weiter werden. Vielleicht geht es wirklich darum, eine Pause zu machen.
Wir schauen mal weiter. Wir haben ja noch zwei Karten. Womöglich setzt sich dann das Bild hier ganz neu zusammen. Was ist hier der hilfreiche Impuls für Löwe im November? Was ist der hilfreiche Impuls für Löwe? Das Ass der Schwerter. Also sehr viel Klarheit. Ich möchte gern die letzte Karte auch noch, die Hauptenergie hier für dich, lieber Löwe, dass wir hier ein größeres Bild bekommen. Vielleicht kannst du aber auch, also bringst ja diese Erkenntnisse mit und du möchtest ja hier wirklich neue Wege gehen, am liebsten gestern wie morgen. Und der Gehängte sagt, Wald, Moment mal, stopp, mach mal Pause. Und in dieser Pause wirst du hier womöglich eine ganz neue Entscheidung treffen. Ich habe das Gefühl, dass hier einiges an Geschwindigkeit auch rausgeht oder sich ausbalanciert mit dem Gehängten. Was haben wir denn hier? Wow! Das Ass der Kelche. Hör auf dein Herz. Das ist sehr viel Kopf, sehr viel Klarheit. Vielleicht hast du diese Entscheidung, neu anzufangen, loszugehen, auch aus dem Kopf getroffen. Und mit dem Gehängten geht es darum, ich habe es schon einige Male jetzt erwähnt, still zu werden, in dir nachzuspüren. Und hier wirklich Herz und Kopf in Balance zu bringen. Also es sind zwei kraftvolle Chancen hier. Das Ass der Schwerter, die Entscheidung. Das Ass der Kelche, die Herzöffnung. Ich glaube, diese große Symphonie, die sich hier durch dich entfalten möchte. Und nimm das bitte bildlich, das kann alles Mögliche sein. Das muss jetzt nicht sein, dass du hier eine Symphonie schreibst, das können, glaube ich, die wenigsten. Es geht darum, dieses Gesamtbild von dir selbst, diese vielen unterschiedlichen Ebenen, diese vielen unterschiedlichen Klänge in dir zu erkennen und daraus etwas Neues zu formen. Und dafür brauchst du den Gehängten. Dafür brauchst du zum einen diesen anderen Blick auf das, was da in dir ist. Du brauchst aber auch dieses Stehenbleiben, dir diese Pause zu schenken, um wirklich zu erkennen, was ist wertvoll, was ist wichtig, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das in Verbindung bringen. Und wie kann ich damit aus meinem Herzen heraus neue Schritte gehen oder mein Leben gestalten oder einfach auch diesen Klang durch mich in die Welt bringen. Und auch Klang ist Energie, also es geht hier komplett um diese energetische Ebene, sodass du in dir nachspüren darfst. Die Situationen, in denen sich das zeigt, die sind komplett individuell, das ist bei jedem Löwe anders. Spür da bitte in dir nach. Wo gilt es jetzt hier für dich, und du wirst es direkt wissen, mal eine Pause zu machen und das andere Bild anzuschauen? Ich möchte jetzt, lieber Löwe, auch ein anderes Bild anschauen, nämlich das, was hier drunter liegt. Also das ist jetzt sozusagen diese Hauptüberschriften und ich möchte jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, um dir da weitere Impulse an die Hand zu geben. Auch, dass du für dich gut nachspüren kannst, wo habe ich jetzt hier vielleicht eine leichtfertige Entscheidung getroffen, die ich loslassen darf, wo kann ich jetzt hier in mir das Bild verändern, ein neues Bild erkennen, um dann in diesem Gesamtkonzept neue Wege zu gehen. Der Link, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich freue mich und sage jetzt einfach mal bis gleich, mein lieber Löwe.